Hallo, herzlich willkommen bei Fidelity zu einer Premiere heute. Denn was passiert heute? Wir wollen einen Vergleichstest machen, und zwar der Erik und ich werden das machen. Und das Besondere an diesem Test ist in diesem Fall, dass wir Lautsprecher von Acoustic Energy hier haben dürfen. In diesem Moment mal herzlichen Dank an Freund Pajung. Danke an dich, dass du uns die vorbeigeschickt hast, Markus. Wir führen die Marke eigentlich führen wir sie nicht aktiv, kann man wirklich so sagen. Wir führen sie nicht aktiv. Wir hatten immer mal wieder ein bisschen Berührung damit, aber eigentlich so, dass wir sie hier im Verkaufsraum wirklich zeigen, nein. Aber Markus hat gedacht, ich schicke euch jetzt mal richtig hochwertige Lautsprecher. Wir reden von 4000 Euro das Paar zu. Also wirklich schon wirklich teure Lautsprecher, muss man sagen. Und ihr testet die einfach ganz neutral bitte einmal gegen das, was ihr habt. Wir werden gleich noch mit euch mitteilen, natürlich, wogegen wir testen oder womit wir testen, besser gesagt. Aber jetzt kommt gleich erstmal ein Unboxing, das wird Erik machen. Und dann geht das Video weiter. Es bleibt nicht beim Unboxing stehen, sondern wir machen darauf direkt oder danach direkt den Vergleichstest. Ich bin selber gespannt, ihr hoffentlich auch. Bleibt dran, geht gleich los. Ciao. Moin ihr Lieben, so, jetzt bin ich dran. Hajo hat ja schon eine kurze Einführung gemacht. Ich packe die jetzt aus. Wir gucken einmal rauf, was da wieder so aussieht, was da so drin ist in der Box. Und dann freue ich mich schon auf das Hören. Ich würde sagen, wir legen direkt los. So, wir haben sie jetzt in Gloss White hier. Und ja, da schauen wir mal. Ich schneide das hier mal auf. So, erwartet uns erstmal ein zweiter Karton. So, da haben wir sie. Zack. Genau, erstmal ein Accessoire-Kit. Gleich oben drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das war hier drinnen an der Seite. So, Styropor ganz klassisch. Und ich würde sagen, wir gucken direkt mal rein, was wir hier so haben. So kommt das Ganze denn raus. Da haben wir hier ganz klassisch, also erstmal wieder Spikes, also die Füße, die Platten natürlich, wo die Spikes dann rankommen. Und natürlich die Schrauben. Also ganz klassisch. Und soweit ich das sehe, kommt jetzt der Rest. Da sind sie. So. Also, die Abdeckung ist hier vorne drauf. Ganz klassisch. Da haben wir unten noch ein bisschen Folie. Aber da haben wir den schönen Lautsprecher. Wir hatten noch unten so ein bisschen hier, was ist das? Auch so ein kleines Infoblättchen über Acoustic Energy. Sehe ich hier. Das kann erstmal beiseite. Aber ja, ihr seht es. Also ist tatsächlich relativ schwer. Wir haben hier 30 Kilo der Lautsprecher nur. Ihr seht ordentlich was am Membran tatsächlich da. Also das ist auf jeden Fall schon mal verrückt. Wir haben hier die Abdeckung ganz klassisch vorne und hinten haben wir dann ganz klassisch Single Wire Terminal. Hier noch ein Bassreflexloch, wie es scheint. Und ich weiß gar nicht, haben wir unten? Nee, unten kommen nur noch die Füße ran. Die schraube ich euch gleich nochmal ran, dann seht ihr das nochmal. Aber grundsätzlich haben wir hier eine Außenwand MDF 9 mm. Dann haben wir eine Innenwand 6 mm MDF und dazwischen eine Wutem-Schicht. Und also so ein Kleber, sag ich mal. Und letztendlich, genau, 30 Kilo. Wir haben hier eine Höhe von 1130 Millimetern, eine Breite von 185 Millimetern und eine Tiefe von 320 Millimetern. Nur, dass ihr schon mal weißt, dass ihr, wenn ihr vielleicht guckt, ob ihr das bei euch stellen könnt. So, dann würde ich sagen, ich schraube noch mal kurz die Füße unter und dann sehen wir uns gleich. So, da haben wir sie jetzt ausgepackt. Jetzt mit den Füßen natürlich Aluminium. Ganz klar, bei dem Preis kann man das auch ein bisschen erwarten. Aber wir starten jetzt gleich, also ich und Harry, wir starten jetzt gleich mit dem Vergleichstest gegen die Gold 200 von Monitor Audio und die Evoke 50 von Dyn Audio. Und da bin ich mal gespannt, wie die Acoustic Energy AE520 abschneiden. Also grundsätzlich sieht es auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Wir haben ja hier auch einen Frequenzgang von 30 Hertz bis 28.000 Hertz. Und ja, wir können uns. Die können uns überraschen.
Wir sehen uns dann bis gleich. Hallo, herzlich willkommen nochmal, muss ich ja sagen, denn das Video hat ja schon bereits begonnen. Genau. Genau, ich will euch kurz vorstellen, was wir jetzt machen. Wir hatten ja schon, du hast das Unboxing gemacht. Genau. Ich habe ein kleines Intro nochmal dazu gemacht, was wir eigentlich vorhaben heute. Jetzt haben wir den Aufbau hier erledigt. Und jetzt wollen wir auch das auflösen, womit, wogegen wir hören sozusagen. Ich sage es mal ganz kurz von außen nach innen. Wir haben außen die Dyn Audio Evoque 50. Paarpreis 4.400 Euro, in dem Fall in Weiß. Kostet aber das andere auch das Gleiche. Dann haben wir in der Mitte die Acoustic Energy. Das ist die AE 520. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Für 4.000 das Paar. 4.000 das Paar, ganz genau. Danke dir. Dann haben wir die Monitor Audio Gold 200 für 4.400 Euro das Paar. Ebenfalls in der Mitte stehen, die kleinsten Lautsprecher, wenn man es so will. Hören möchten wir gerne, haben wir so aufgebaut, am Hegel H190, liegt rund bei 3,6. Wir hören mit einem Streamer von Lumin, der liegt preislich bei 2.290 Euro. Verkabelt ist alles entsprechend mit Goldkabel, dass ihr es wisst. Und ja, genau, so wollen wir gleich loslegen. Und wir haben uns vorgenommen, die dreimal zu testen. Genau. Nochmal liebe Grüße an dich, Markus. Und danke für das Zusenden der Lautsprecher, der Acoustic Energy. Wir werden uns jetzt alle drei praktisch anhören. Wir haben zwei Lieder ausgesucht, da kommen wir gleich zu. Und dementsprechend werden wir jede Box mit einem Lied testen. Danach besprechen wir das, denke ich mal. Das ist am klügsten, weil sonst kann man sich das eigentlich gar nicht merken. Genau. Danach machen wir den zweiten Song und danach gibt es ein Resümee über alles. Ja, also letztendlich von den Songs her haben wir einmal Howling at the Moon von Dee, Fine Us. Ist ein bisschen technischer vom Sound her, auch relativ bassig, sage ich mal. Mhm. Und dann haben wir noch einmal, jetzt werde ich für die Aussprache gemeuchelt, Shersha Deti von Matan Goff Ari. Das ist bestimmt richtig. Das ist bestimmt richtig. Das hört sich ganz richtig an. Aber das kann man ja sonst nochmal einbinden. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut in dem Fall. Genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, bleibt dran. Viel Spaß. Wir legen los. Thank you.
Okay. Willst du schon loslegen? Ich leg mal los. Also fangen wir mit der Evoke 50 erstmal an. Mhm. Bassstark, also am bassstärksten auf jeden Fall, würde ich sagen. Hat in der Hinsicht erstmal im Bassbereich am meisten Spaß gemacht. Da ist die AE 520, fand ich schon weniger. Also nicht ganz so präsent im Bassbereich, nicht ganz so, es hat nicht ganz so reingehauen. Aber trotzdem noch schön, muss ich sagen. Also es hat jetzt nicht irgendwie groß was gefehlt. Bei der Gold 200 fand ich es noch ein Ticken mehr als bei der AE 520, basstechnisch. Aber auch nur ein Ticken, also wirklich ganz knapp, was das angeht. Und ansonsten von der Auflösung her fand ich die 520 tatsächlich ziemlich gut, was sie so gemacht hat. Also so in den oberen Bereichen. Und da habe ich jetzt aber nicht ganz so den großen Unterschied gemerkt, jetzt unter den verschiedenen Boxen. Soll ich? Ja. Ich habe unterteilt in vier Punkte. Und zwar habe ich diesmal das mal so gemacht, ich habe mir die Stimme genommen, den Bass genommen, das Becken genommen und Mundharmonika kam ja auch noch zum Schluss in so die letzten Sekunden, die wir noch gehört haben. Und bei der Evoke 50 habe ich geschrieben, Stimme etwas verhaltener. Also ich fand sie eben nicht ganz so präsent. Tatsächlich passierte nämlich genau das dann bei der Acoustic Energy. Mhm. Da war die Stimme präsenter. Sie war etwas klarer, die Stimme da. Fiel mir auch bei der Gold 200 dann wieder auf. Mhm. Also da, das ist wie gesagt Geschmackssache. Wir versuchen, so objektiv wie es geht, euch das wieder zu sagen, was wir hören hier praktisch vor Ort. Und da war es bei mir eben so, mein letztendlich subjektives Empfinden war eben so, dass die Gold 200, die AE 520 die Stimmen wirklich gut wiedergegeben, also klar wiedergegeben hat. Dann habe ich gesagt, Bass. Beim Bass war es so, das sehe ich 100% wie du, Evoke 50, ganz klar, geht schön tief runter, ist dabei völlig präzise, nicht schwammig, gar nicht. Ja. Dann kam die AE 520, für die jetzt unglücklich, dass sie nach der Evoke kam. Denn das war einfach etwas weniger, ganz klar etwas weniger. Ich habe das nicht gehört. Mit dem Unterschied muss ich zugeben, für mich war das beides gleich bassstark. War sehr, sehr eng. Ja, wird auch so sein, wie du sagst. Aber für mich jetzt so als Empfinden würde ich sagen, das waren beide gleich gut. Mhm. Aber die Evoke hat tatsächlich den Spaßfaktor erhöht. Ob das richtig so sein soll, dass sie den Bass so wiedergeben soll, sei dahingestellt. Aber der Spaßfaktor war bei der Evoke, und das war ein bassiges Stück, war natürlich größer in dem Moment. Also für mich definitiv. Ja. Dann haben wir gesagt, lass mich noch entschuldigen, Becken nochmal. Und zwar, bei dem Becken bin ich mir nicht sicher, ich weiß es nicht bei dem Song. Ist es elektronisch erzeugt worden? Ist das ein Schlagzeug im Hintergrund? Wäre das ein Schlagzeug, hätte auch die Evoke wieder gewonnen, weil das Becken nämlich da als solches zu erkennen war. Das habe ich so empfunden zumindest. Ich habe es am besten so mir vorstellen können, ja, das ist jetzt das Becken, was so leicht angetickert wird, so nach dem Motto. Das war bei den anderen tatsächlich klang elektronischer. Aber bei beiden, das war bei der Gold 200 der Fall, da noch wieder etwas mehr wie ein Schlagzeug. Bei der AE 520 würde ich sagen, war das ein elektronisches Geräusch eigentlich, was da war. Man kann natürlich jetzt denken, logisch, es ist ein Becken, das soll ja auch so sein, soll ja auch imitiert werden. Aber wäre denn die Aufnahme elektronischer Natur, spielt die AE es natürlich perfekt wieder, weil das macht sie für mich eben elektronisch. Besser, und eben, ja, besser, genau. Also vom Sound her so, wie es vielleicht sein soll sogar. Ja. Dann sind wir zum Schluss noch mal ganz kurz, und zwar Mundharmonika. Da war es so, dass bei der Evoke 50 die sogar lauter war als die Stimme. Also dass die Mundharmonika die Stimme kurzfristig so ein bisschen übertönt. Das war witzigerweise bei den anderen beiden nicht. Die anderen beiden, da war das mehr pari, bei der Gold sogar ein bisschen zurückhaltender. Die Stimme blieb präsent, die war für mich vorne. Und das hat damit zu tun, denke ich mal, dass die Gold 200 die Stimme nach vorne holt. Also wirklich in den Raum reinträgt. Und die Mundharmonika aber hinten bleibt. Und bei der Evoke ist es genau andersrum. Da wird, also so verstehe ich, oder so kann ich es mir nur erklären. Erklären, ja. Genau, dass die Mundharmonika da nach vorne ging, also was natürlich sicherlich unsinnig ist, die Stimme hinten blieb. Und bei der AE 520 war es praktisch pari. Die standen quasi auf der Bühne nebeneinander, wenn es eine Bühne gegeben hätte. Ja. Also das ist für mich so zumindest der Unterschied. Zwischen den Ein Sieger ist schwer zu sagen bei dem Lied. Wahrscheinlich tendenziell vielleicht die Evoke 50 durch den Bass. Durch den Bass, genau. Genau. Mhm. Aber da hat die Gold 200 auch jetzt nicht schlecht ausgesehen und die AE 520 spielt auf jeden Fall in diesem Feld mit.
Ja. Also es ist nicht so, wo man sagen würde jetzt nach dem Motto, komm nicht hinterher irgendwie, Markus, tut mir leid, wir müssen es dir sagen, jetzt mal in diesem, so über diesen Weg. Nein, definitiv nicht. Markus, das sind tolle Lautsprecher, und die du uns da geschickt hast. Und die spielen hier ganz eindeutig mit bei Lautsprechern, die wir hier, das muss ich nochmal betonen, wir haben es in vielen Videos auch schon gezeigt, die wir sehr schätzen vom Sound her. Also erstmal Kompliment. Das spielen sie auf jeden Fall mit. Also wir, da muss man auch noch dazu sagen, wir messen das hier noch ein. Also wir passen den Pegel an über ein rosa Rauschen, das wir hier immer raufspielen, und gucken dann natürlich, dass wir das mit dem Verstärker richtig einstellen, alles, dass das passt. Das könnt ihr tatsächlich auch sehen, denn ihr seht das Display, oder kann man das einblenden? Ja, ne? Das Display seht ihr nämlich bei der Evoque, findest, war es bei 41? Bei der AE, genau, 41. Dann wurde es auf 40 zurückgestellt, tatsächlich, wir mussten einen runternehmen. Ja. Und dann haben wir bei der Gold wieder auf 41 gestellt, daran könnt ihr es sogar sehen letztendlich, wenn es im Bild wäre die ganze Zeit, ich glaube, es macht Lukas sogar so, dass im Bild wäre, dann seht ihr das. Also wir messen ein, auch wenn immer wieder Kommentare kommt, ja, ihr messt ja nicht ein, ihr macht ja nicht dies. Doch, wir messen ein. Auch wenn das bei euch vielleicht dann so rüberkommt, dass ich wiederhole mich, ich werde das noch 500 Mal wiederholen. Das, was ihr zu Hause macht, ersetzt nicht den Gang, oder was wir hier machen, ersetzt ja nicht den Gang zum HiFi-Händler, wenn ihr Lust auf was Tolles Neues habt, das vor Ort zu hören. Und da könnt ihr es dann selber feststellen. Ja. Das ist ja am besten, denke ich mal. Gut, wir gehen weiter. Zweiter Titel. Zweiter Titel, das ist jetzt... Also wir beginnen jetzt umgedreht, ne? Also Gold 200 als erste, genau. Dann. Genau. Ja. Willst du nochmal sagen, wie der Titel heißt? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Ja, ist so ein bisschen Latin... Jazz, kann man fast sagen, oder? Ist das wieder ein Jazz? Wenn du das sagst. Ich kann das nicht so unterscheiden. Wie auch immer. Hau raus, das Ding. Ich hau raus.
Mach du ruhig gerne wieder, wenn du möchtest. Okay, also fangen wir mit den Golds 200 an. Grundsätzlich, Bassbereich fand ich hier auch wieder recht schön, also schön, schon trocken, relativ präzise. Wieder nicht ganz so stark wie bei der Evoque. Also da, das kenne ich auch von zig Hörtests, sag ich mal, mit Kunden zusammen, dass die Evoque da basstechnisch immer relativ weit vorne ist. Aber finde ich trotzdem, also ich habe bei keinem basstechnisch jetzt irgendwas vermisst. Ich fand es absolut passend vom Bassbereich. Und ansonsten hatte ich bei der Gold, oder ich fand bei der AE 520, fand ich noch ein bisschen besser. Da habe ich noch so ein bisschen so ein Rascheln im Hintergrund rausgehört. Das habe ich noch einen Ticken mehr bei der AE 520 und das bei der Evoque 50 rausgehört. Das war Lukas. Das kann auch Lukas gewesen Quatsch. Sein. Und also das ist auf jeden Fall ein Ding. Aber ansonsten finde ich, also Evoque, Hochtonbereich und Mitteltonbereich fand ich schön rund. Also ich fand, die Stimmen waren jetzt nicht, das war jetzt nicht irgendwie zu weit hinten oder zu weit vorne im Vergleich zu den Instrumenten. Also fand ich relativ rund bei den Evoque. Und ansonsten... Hat dir gefallen? Hat mir gefallen. Nimmst alle drei? Nimm ich alle drei, ja. Alles klar. Soll ich? Mach du. Okay. Ich fange andersrum an. Ich fange jetzt, also wir haben ja mit der Gold 200 angefangen. Ich nehme aber die Evoque zuerst, und zwar wegen des Basses. Ich liebe der Genitiv. Und zwar, der Bass war mir zu stark. Ich fand ihn tatsächlich etwas übertrieben. Und zwar mache ich das daran fest, dass, als die Stimmen einsetzen, der Bass so massiv war, dass er den Stimmen, also dass es überlagert hat eigentlich. Genau. Das hat die Gold 200 nicht gemacht und das hat die AE 520 auch nicht gemacht. Ich finde, dass die den Bass, das ist ein Kontrabass, der da spielt praktisch, so sauber und super wiedergegeben haben. Und ich finde, wenn ein Kontrabass spielt, neigt ein Raum schnell mal dazu, etwas schwammiger zu sein. Ja. Der hat einen tollen Tiefton, aber der bleibt auch im Raum stehen so ein bisschen, was er vielleicht vermeintlich auch tun soll. Aber das war super, hat richtig Spaß gemacht. Ich sah den Spieler vor mir, ich sah ihn da auf der Bühne stehen. Da fand ich die Evoque, nur für meinen Geschmack, bin ich nicht falsch erschienen. Viele werden das wahrscheinlich sogar lieben und sagen, ja, das ist doch genau das, was es rund macht für mich. Absolut, bin ich sofort d'accord mit. Aber für meinen eigenen Geschmack würde ich sagen, ist mir das ein Tick zu viel. Während die Instrumente insgesamt bei allen dreien toll verortbar waren, fand ich super. Instrumente natürlich echt waren in dem Fall. Ich fange jetzt doch nochmal mit der Gold 200 jetzt an, wegen des Hochtons nochmal ein bisschen. Stimmen auch. Stimmen waren für mich hintergründig, das heißt also, die waren parallel zu den Instrumenten für mich. Die Stimmen setzten ein, sie waren ja eher leise, verhalten zu hören. Natürlich klar zu hören, aber etwas verhaltener. Die AE hat wieder etwas gemacht, finde ich, oder etwas sehr gut gemacht. Sie hat die für meinen Geschmack etwas nach vorne geholt. Die Stimmen wurden für mich etwas lauter. Ich kann mir vorstellen, auch, dass das gewollt ist, natürlich, weil die ja einsetzen. Die haben ja jetzt Priorität. Jetzt kommt ja was. Ja, ja. Ich will jetzt was sagen als Sänger. Das tun die jetzt. Und dann hat die auch eine Priorität, weiß ich gar nicht, aber sie waren einen Tick näher an mir dran. Kam also auf mich zu. Und wie gesagt, bei der Evoque 50 wurden die Stimmen eher überspielt durch den Bass, durch den Kontrabass, durch den Kontrabassisten. Aber sonst muss ich sagen, die Musik ist cool, das ist erstmal das eine. Ja. Ich hoffe, dass die Tanzeinlage von Lukas mit drin ist, sonst muss er die gleich mit einblenden. Er wollte eigentlich noch eben mal kurz dazu tanzen. Nee, ist Quatsch. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, coole Musik. Mir hat es gefallen, muss ich sagen. Ist gute Laune Musik. Ist gute Laune Musik, auf jeden Fall. Cuba Libre oder sowas in der Hand halten oder ein lettes Getränk. Also die Box haben Spaß gemacht. Und zwar alle drei. Und wie gesagt, noch einmal an dich, Markus. Um es aufzulösen, Markus Pajung ist praktisch die Distribution, wenn ich das so ausdrücken darf, für Deutschland, für diese Lautsprecher. Ich hatte mit Markus vor 14 Tagen ein sehr langes, sehr nettes Gespräch und bat darum, dass er mir doch netterweise in dem Preissegment auch die Lautsprecher zuschickt, was er gemacht hat. An dieser Stelle noch einmal an dich danke. Ich muss sagen, tolle Lautsprecher, tolle Marke. Also was wir jetzt gehört haben zumindest, ich kann es jetzt nur von einer Box jetzt mal festmachen, die hat Spaß gemacht, die gehört wirklich in dieses Testfeld rein. Wir haben es ja schon mal erlebt bei einem, es ist schon ewig her, dass wir es mal wirklich hatten, dass wir sagten, das passt preislich nicht dazu. Das eine gehört nicht zum anderen einfach. Das passt in das Testfeld gar nicht rein, obwohl es vielleicht preislich ähnlich war, aber das ist ja nicht immer so. Ja, wir wissen selbst, dass manchmal günstigere Lautsprecher durchaus bei teuren mitspielen können und auch andersrum. Ja, das geht auch andersrum. Genau. Ja. Also hier nicht.
Also völlig in Ordnung. Ich glaube, viele Kunden würden sich schwer tun, zwischen einem von den dreien zu entscheiden. Ja. Aber auf jeden Fall kann man die mal testen gegeneinander. Macht das mal live, wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Wirklich. Tolle Box, ja. Tolle Lautsprecher. Aber deswegen mache ich unsere Evoque 50 auch. Ja. Und deswegen mache ich unsere Gold 200 auch im Besonderen. Genau. Also deswegen, wie gesagt, aber super Test. Ja. Ich finde es super und ich möchte noch einen Satz, ich weiß, ich stapel immer viel. Alles gut. Nochmal an die Industrie, bitte, dass ich das auch nochmal, wenn das mal jemand sieht von der Industrie, wir würden uns wirklich freuen, wenn wir das ab und zu mal machen dürfen, können, sollen. Wir machen das gerne. Wir machen das auch wirklich so, dass, so wie ihr uns kennt, dass wir es versuchen, wirklich authentisch zu machen, ehrlich zu machen. Ich behaupte ganz frech, dass das, was wir in den Videos immer sagen, letztendlich von euch nachvollziehbar ist. Und zwar nicht unbedingt bei YouTube, wenn ihr es jetzt so hört. Das ist, glaube ich, verhältnismäßig schwer. Sondern tatsächlich, wenn ihr dann sagt, so, jetzt will ich aber mal los. Jetzt gehe ich mal zum Händler. Der hat tatsächlich die AE da 520 oder die Evoque 50 meinetwegen. Ich höre das mal gegen eine Gold 200 und teste das mal. Ich kann mir vorstellen, dass ihr häufig das denn, wenn ihr das Video euch Revue passieren lasst, das noch nachvollziehen könnt, was wir hier hören. Aber wie gesagt, es ersetzt das nicht, was ihr jetzt dort hört. Geht los, hört euch das mal an, bringt mega, also wirklich mega Spaß. Ja, genau. Und wenn ihr hierher kommt, dann kriegt ihr auch irgendwie so eine Cola oder... Ja, sogar das. Ja, sogar das, genau. Und dann machen wir uns hier auch irgendwie wieder gute Laune-Musik an. Und dann ja, was ihr wollt, selbstverständlich. Ist ja außer Frage. Aber macht einen Termin dafür, seid genau. So lieb. Ja. Das wäre total nett. Das ist ganz wichtig. Wenn es bei uns sein darf, ne? Ja. Dann würde ich sagen, haben wir soweit alles, ja. Mario? Ich denke schon. Lasst einen Kommentar da, schreibt vielleicht nochmal, was ihr von der Acoustic Energy, was ihr grundsätzlich von denen haltet. Und okay. Ansonsten natürlich auch von den anderen Lautsprecher. Mhm. Und dann würde ich sagen, lasst ein Abo da, Daumen hoch, wie immer. Hilft uns auch immer extrem viel. Wie immer hoffentlich. Ja, genau, wie immer hoffentlich, genau. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntag. Heute ist Sonntag, ja. Genau. Genau. Genießt die Zeit, Beine genau. Hoch. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.